Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Ich hatte mal wieder, oder was heißt mal wieder, ich hatte mal Bock auf ein Rennspiel. Ist glaube ich mein erstes Let's Play zu einem Rennspiel. Ich habe mir dafür Need for Speed Hot Pursuit nicht ausgesucht. Es ist viel eher das einzige Rennspiel, was ich auf dem PC besitze und was läuft. Ich habe noch ein paar ältere, aber die laufen auf Windows 7 leider nicht so, wie sie es sollen. Da muss ich mal gucken, ob ich die zum Laufen kriege. Wäre natürlich cool, wenn ich da irgendwie so ein paar, die ich früher halt gespielt habe, mal wieder spielen könnte. Ja, das Autolog-Intro-Video habe ich schon übersprungen, weil ich habe da eben schon mal reingeguckt und leider auch von der Karriere das Startvideo. Das werde ich gleich nochmal abspielen. Das mache ich dann auch gleich mal. Ja, ich muss mal gucken, ob ich noch ein paar andere Rennspiele irgendwie hier ausgraben kann, weil ich fand Hot Pursuit ein gutes Need for Speed, aber man hat gemerkt, dass es halt von Criterion Games war. Und dann war es letztendlich doch eher ein Burnout-Spiel. Ich sollte vielleicht dazu sagen, ich besitze das Spiel auch auf der PS3, hab's dann hier für PC noch irgendwie geschenkt bekommen oder so. Ich hatte das auf einmal einfach und ja, für die PS3 habe ich es halt schon durch, komplett. Ja, gab es noch irgendwas zu sagen? Genau, die Musik habe ich erstmal ausgestellt, weil ich der Meinung bin, in einem Rennspiel ist es eher zweitrangig, Musik zu hören. Da finde ich es am besten, wichtigsten auf jeden Fall den Sound der Motoren und so zu hören. Das finde ich immer richtig geil, wenn da irgendwie von so einem Lamborghini der Motor, oh, gibt nichts Besseres. Ja, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie mir mal Musik raussuche aus dem Internet, die auch keine rechtlichen Probleme macht. Ich weiß nicht, wie das hier mit der Spielmusik ist, weil die Titelthema ist ja auch von 30 Seconds to Mars, glaube ich. Weiß ich gerade nicht genau. Ich glaube ja. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas finde. Ich lasse das jetzt erstmal für die erste Folge auf jeden Fall aus. In der zweiten gucke ich dann mal. Ich muss dann auch mal gucken, wie das sich so anhört halt. Auch gerade weil mein PC, gerade weil es heute so heiß ist, mal wieder richtig am Rumheulen ist hier. Ja, das wär's dazu. Von daher kommt jetzt das Intro-Video für die Karriere. Seacrest County hat sich zum ultimativen Ort der Raserei entwickelt. Ein Spielplatz für die exotischsten Wagen und Fahrer der Welt. Dennoch gelten auch hier Gesetze. Die ständigen Wettrennen haben zur Bildung der schnellsten Polizeitruppe der Welt geführt, der Geschwindigkeitskontrolleinheit von Seacrest County. Das SCTD scheut keine Kosten, greift hart durch und wird euch büßen lassen. Jeden Tag tauchen neue Fahrer auf und versuchen Seacrest County unter ihre Kontrolle zu bringen und das Gesetz abzuhalten. Die Verfolgung der ultimativen Verkehrssünder hat begonnen. Auf welcher Seite stehst du? Ja, die Story, das merkt man sofort, kann einiges. Ja, es ist halt, man kann sich halt aussuchen, ob man Polizei spielt oder Raser. Da gibt es hier halt zwei zur Auswahl. Man spielt letztendlich beide durch, sammelt dann Kopfgeld, ja, bei beiden sogar. Und levelt dann auf, schaltet neue Waffen frei, wie EMPs, Nagelbänder, Hubschrauberunterstützung bei der Polizei. Und ich glaube auch noch so ein Ultra-Boost und so ein Kram. Das kommt allerdings alles später. Ich denke, ich fange erstmal hier mit Raser ganz normal an und mache dann danach noch für die Polizei die erste Mission, für die Cops. Dann gucke ich mal, worauf ich mehr Bock habe, werde ich dann halt machen. Ich werde letztendlich alle Rennen fahren, mehr oder weniger gut. Das wird dann... Die Teilnahme am Rennevent Roads, das Reborn, ist bestätigt. Mhm. In diesem Demonstrationsevent wirst du das wahre Potenzial des Roadsters entfesseln, wenn du gegen andere Fahrer zu einem Rennen entlang der Küste von Seacrest County antrittst. Nutze dein Fahrkönnen, um die Gegner abzuhängen und dir eine Medaille zu sichern. Dein Prestige wird in Fahndungsstufen gemessen. Momentan bist du nicht sehr aktiv und wirst vom SCPD als Stufe 1, Raser, klassifiziert. Oh, geil. Die besten Fahrer gewinnen die Rennen und hängen das Gesetz mit Stil ab. Sie werden als Stufe 20 meistgesucht klassifiziert. Deine tägliche Aktivität wird mit Kopfgeld bemessen. Je härter, schneller und riskanter du fährst, desto mehr Kopfgeld gibt es. Gewinne Rennen, besiege deine Gegner und bleibe den Cops einen Schritt voraus, um deine Fahndungsstufe zu erhöhen und Zugang zu neuen Wagen und den härtesten Events zu erhalten. Dein Wagen besitzt ein rennoptimiertes Nitro-System. Aktiviere dieses System für einen kurzfristigen Geschwindigkeitsschub. Das Nitro wird nur aufgeladen, wenn du riskant fährst. Am meisten Nitro gibt es, wenn du in den Gegenverkehr hinein oder knapp an anderen Fahrzeugen vorbeifährst, durch Kurven driftest und Abkürzungen nimmst. Ja, gut, das ist natürlich. Für dieses Rennen gibt es Teilnahmebeschränkungen. Wähle einen der verfügbaren Wagen aus, um beim Rennen mitzufahren. Einige Wagen sind noch gesperrt und stehen erst zur Verfügung, wenn du deine Fahndungsstufe erhöhst. Ach was. Ja, man braucht halt Kopfgeld, um die freizuschalten. Ich weiß nicht, ob man die dann auch noch irgendwie kaufen muss oder so. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, nur den Boxster Spider. Boah, ich weiß noch, ich weiß gerade nicht. Die Ingenieure von Porsche haben einen lang gehegten Traum in die Tat umgesetzt. Den Traum eines Roadsters, der ursprünglicher, sportlicher und befreiter ist als je zuvor. Der Boxster Spider ist eine Rückbesinnung auf das Wesentliche. Er ist auf Ultraleichtbau ausgelegt und besitzt keine Komfort. Ja, ja. Nicht weiter wichtig. Ich muss dazu sagen, ich spiele das erstmal mit dem Xbox 360 Controller. Ich habe das bisher nur mit dem PS3 Controller gespielt. Es ist schon ein bisschen was anderes. Ich muss mal gucken, wie ich damit klarkomme. Und das Kabel nervt mich hier total. Ey. Ich hätte mir echt einen Bluetooth Controller irgendwie hier holen sollen. Dann hätte ich das Problem gar nicht erst. Scheiß Kabelkram, ey. So, ja. Für den ersten Platz gibt es 6.000 Kopfgeld. Wenn man Zweiter wird, kriegt man 4.000 Kopfgeld, und wenn man dann das nochmal fährt und dann Erster wird, dann kriegt man nochmal 2.000 mehr. Also man, es ist dann nicht so, dass man dann nochmal 6.000 kriegt, glaube ich zumindest. Ja, ich spiele es natürlich auch zum ersten Mal, und ich glaube, keiner von meinen Freunden hat das Spiel irgendwie. Gegend, aber ich bin Schatten, oh Gott, oh, die Schilder nehme ich nicht mehr. ich kann jetzt natürlich nicht online vergleichen, ob das eine gute Zeit ist oder so, aber ist mir auch relativ Wayne. Ich weiß auch noch, dass ich bei diesen ganzen Regenstrecken immer so grauenhaft schlecht war. Da war ich immer richtig scheiße, weil ich bin halt immer mit Handbremse oder recht häufig mit Handbremse. Ne, eigentlich bin ich immer mit Handbremse gefahren. Schon von Anfang an. Ich hatte damals die Demo schon gespielt und mir das Spiel dann direkt vorbestellt. Und schon in der Demo habe ich gemerkt, mit Handbremse komme ich halt einfach besser voran. Oh geil, was hab ich da? Einen neuen Wagen. Oh, Mazda RX-8, geil. Ja, von daher bin ich halt schon von Anfang an mit Handbremse immer gefahren und auf den Regenstrecken verliert man da sowas von die Kontrolle. Von daher, ja. Bin ich da halt scheiße drauf. Und auch diese, da gab es auch eine Möglichkeit oder einen Renntyp, wo man mit möglichst wenig Schaden ans Ziel kommen musste. Da war ich auch immer scheiße drin, ey. Ja, ich würde sagen, Interceptor. Ein verwirrter Fahrer in einem demolierten Wagen sollte von einem neuen Rekruten einfach zu stellen sein. Ja, klar. Willkommen, Kadett. Du wurdest in die Reihen des SCPD aufgenommen, der schnellsten Geschwindigkeitskontrolleinheit der Welt. Oh, das ist ein Lamborghini im Hintergrund. Du beginnst deine Karriere als Rang 1 Kadett mit begrenzten Zugriffsmöglichkeiten. An der Spitze der Geschwindigkeitskontrolleinheit stehen die Rang 20 Ultimate Enforcers, die Zugriff auf alle Fahrzeuge und Ressourcen für Verfolgungseinsätze haben. Ja, deine Leistung im Einsatz wird bewertet und beeinflusst so deine Karriere im SCPD. Alle Aktionen werden überwacht und im System als Kopfgeld aufgezeichnet. Je mehr Kopfgeld du in einer aktiven Mission erhältst, desto schneller wirst du auf den nächsten Rang befördert. Mit jeder Beförderung erhältst du größere Befugnisse im SCPD. Das bedeutet Zugriff auf neue Fahrzeuge, Ausrüstung und Missionen. Die normale Vorgehensweise sieht vor, den Verdächtigen zum Anhalten zu bringen und das Fahrzeug durch starke Beschädigungen auszuschalten. Ja, starke Beschädigung? Der Fahrer ist wahrscheinlich tot teilweise. Um den Verdächtigen zu stoppen. Das Ziel besteht darin, den Verdächtigen in der kürzestmöglichen Zeit zu stellen und die Gefährdung der Bevölkerung von Seacrest County zu minimieren. Der Fahrer sitzt da ganz normal drin, als wenn nichts passiert. SCPD-Nitro-System ausgerüstet. Verwende das System, um deinem Fahrzeug einen kurzzeitigen Beschleunigungsschub zu verleihen, sodass du in der Lage bist, den Verdächtigen einzuholen oder ihn mit größerer Kraft zu rammen. Kann sich der Verdächtige zu weit absetzen, steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, bevor der Einsatz abgebrochen wird. Bleib also nah dran und gib alles. Alles klar. Heute wirst du den Ford Crown Victoria fahren. Ja, ist gut. Sobald du dich im Department entsprechend bewährst, wird dir die Einsatzleitung exotischere Ausrüstung zur Verfügung stellen. Viel Glück. Ja, mir reicht so ein Ford. Damit kriege ich das auch hin. Genau, da kommt es auf die Zeit drauf an. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Boah, die hat mich schon wieder total rausgebracht da jetzt gerade. Genau, Polizeiwagen. Wenn man dasselbe Modell von der Polizei oder von Raser nimmt, sind die Polizeiwagen immer besser, weil die noch getuned sind. Tunen kann man nicht im normalen Spiel. Dafür gibt es dieses Level-System, wo man dann halt neue Waffen freischaltet, wie schon erwähnt, EMP, etc. pp. Ja, das überspringen wir mal. Ist immer ganz nett, aber ja, wenn es ja noch nicht jetzt hier wäre, das wäre natürlich günstiger, aber Alter, ist der besoffen oder so? Ein bisschen mehr die Kugel ist da rein. Ja, genau, ich hab ihn gestellt. Ja, ich fand, das ging jetzt ein bisschen zu schnell. 23 Sekunden. Es gibt dann da auch nachher richtige Rennen, wo dann 8 Raser oder so fahren und man die alle aufhalten muss. Da ist das dann natürlich schon ein bisschen schwerer, weil alle haben dann auch volles Leben und nicht so wie der nur krüppeliges bisschen Leben. Dann kann man die alle umnieten. Neues Fahrzeug beschafft. Jawohl, ja. Subaru Impreza. Ja, schick. Der hat bestimmt ordentlich Power. Ja, ich würde sagen, ich mache noch das eine oder andere. Dann hier gibt es noch was Neues. Hot Pursuit. Ich glaube, das ist das, wo dann mehrere fahren. Ja, wie sieht's denn hier aus? Von 0 auf 100, 4,7. Alter, die Beschleunigung ist ja mal der Hammer. Ich würde sagen, das ist besser, ne? Wird dann natürlich direkt genommen. Ja, da unten sieht man auch schon die Waffen, die zur Verfügung sind. Hier jetzt natürlich, weil ich noch so ein Noob-Kadett bin, noch gar nichts. Aber später kann man dann mit Straßensperren die ausbremsen, Nagelbänder hinten aufwerfen und ich glaube, die Waffen kann man dann auch noch einzeln aufrüsten, dass man 3 Nagelbänder auf einmal abwirft und so. Das ist schon ganz cool. Ja, das ist jetzt noch kurz drin, das ist immer ganz nett. Da hatte ich das schon gleich am Anfang verkackt. Boah, das geht mir auf die Eier. Schon bei so einem Noob-Rennen verkacke ich hier. Habe ich den LKW gerammt, das war kacke. Und dann habe ich da in der Kurve, da hat er so stark abgebremst. Wäre er auf Geschwindigkeit geblieben, hätte ich...